Hallo zusammen und willkommen zurück. Nicht wundern, ihr seht mich heute nicht. Das hat den Hintergrund, ich habe vergessen, in mein Studio neue Malklamotten mitzunehmen, weil die anderen waren so eingesaut, das war schon alles steinhart wie ein Panzer. Und das Einzige, was ich jetzt hier noch gefunden habe, ist ein Unterhemd und eine Badehose. Und ich glaube, ja, das würde den Rahmen sprengen. Im Übrigen würde das wahrscheinlich dann auch aussehen wie eine Wassermelone im Zwiebelnetz. Deswegen heute so. Was ich heute machen wollte, ist einmal mit Pigmenten natürlich arbeiten und gucken, ob ich da etwas Schönes zaubern kann. Das sind meine Farben, die ich heute benutze. Das ist einmal Cobalt Violet Hue von Golden. Das ist Titanium White von Winsor & Newton. Das benutze ich als opake Farbe im Puring Medium so ein bisschen als Stopper, um eventuell Bonbonzellen zu kreieren. Ich finde im Übrigen für uns hier in Deutschland ist diese Marke hier von Winsor & Newton besser geeignet für Puring Medium, also das Weiß im Puring Medium, als jetzt Amsterdam Titan Weiß. Ich weiß nicht warum, aber bei mir reagiert das irgendwie immer ein bisschen anders. Das ist von Golden Quinacridone Burnt Orange. Die Farbe ist eigentlich auch sehr schick. Das ist jetzt TLP Aphrodite. Das ist TLP Venus. Und als Interferenzfarbe habe ich gedacht, ein bisschen Gold mit rein. TLP Bourgogne ist das. Genau. Und CA habe ich heute. Lamp Black von Amsterdam gemixt mit dem australischen Flutrol. Und was ich immer mache, also ich habe jetzt hier so diese Farben ausgesucht und bevor ich jetzt anfange, das auf großem Format gleich zu machen, teste ich immer erst, wie ich meine Farben schichte, um auch gute Ergebnisse zu erzielen. Dafür habe ich hier diese kleinen MDF-Dinger, die habe ich von, ich glaube, Sticker Design App. Die verkaufen die eigentlich, um Tische zu machen. Also jetzt nicht so einen kleinen Tisch. Die verkaufen eigentlich eher größere Platten, aber die haben halt auch solche kleinen in unterschiedlichen Stärken. Und ich finde die eigentlich immer ganz gut, wenn neue Pigmente rauskommen zum Testen oder zum Rumbasteln oder rumexperimentieren. Den Link dafür, diesen Shop, würde ich euch dann noch in meiner Infobox verlinken. Den Link verlinken hört sich auch doof an, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann habe ich hier meine angemixte Latex-Wandfarbe. Dann würde ich sagen, wir schauen gleich mal. Was wir da machen können. So, und ich würde sagen, ich starte direkt mit einem Pigment und zwar mit dem Aphrodite-Pigment. Dann Venus. Im Übrigen, diese Pigmente von This Little Piggy, die sind alle transparent, bis auf die Neonpigmente. Also, wie die hier beispielsweise, also Mosh und Funk, das sind Neonpigmente, die sind opak. Hintergrund, warum ich euch das erzähle, ist, weil man ja mit opaken Farben, wenn man die damit einbaut in seiner Schichtung, dementsprechend dann auch diese Bonbonzellen bekommt. Hier mache ich jetzt oben drauf das Cobalt Violet Hue. Das ist eine halb opake oder halb transparente, wie man es sagen möchte, Farbe drauf. Das bedeutet,
Diese Farbe, wenn ich da jetzt gleich drauf puste, würde nach unten sinken, weil sie schwerer ist, wegen diesem halbopaken, und würde sich dann schon um die Zellen schließen von dem Pigment. Das heißt, man hätte da dann schon mal im besten Fall einen Ansatz für die Bonbonzellen. Jetzt mache ich hier oben drauf. Bulgogne, das goldene Interferenzpigment. Ich glaube, es ist mir ein bisschen dick geworden. Packen wir erstmal eine Seite. Vielleicht muss da nochmal nachjustiert werden. Dann das Burnt Amber, nee, nicht Amber, Burnt Orange. Was im Übrigen eine transparente Farbe ist, glaube ich. Ja. Und jetzt, kurz vor meinem CA, mache ich ein bisschen von diesem Weiß im Puring-Medium oben drauf. Das ist dann jetzt sozusagen die finale opake Farbe kurz vor dem C-Aktivator, die sprintet dann wirklich beim Pusten gleich nach unten und müsste dann schöne Zellen kreieren. In Kombination mit dem Zellaktivator und den anderen Farben, die ich habe. Ich würde sagen, wir schauen mal. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Aber glaube, mein Kissen ist ein bisschen zu weich. Da muss ich gleich noch ein bisschen Farbe reinkippen. Ja, also das hat geklappt mit den Farben. Man sieht jetzt, muss mal gucken, seht ihr das? Hier sind jetzt am Rand Bonbonzellen, in der Mitte ganz viele. Und Ergebnis gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Was mich halt nur stört, ist, dass das Kissen zu dünn ist. Deswegen ist hier durchs Pusten dieser weiße Schatten mitgekommen. Also es ist eigentlich auch immer ein Indiz dafür, dass euer Kissen zu dünn ist, wenn das hochkommt. Man kann das jetzt, entweder man lässt das Kissen so, weil man sagt, ich kann so aber besser pusten, dann muss man da, ich zeige euch das mal eben, die Schichtung ein bisschen anders vornehmen. Das eine Seite. Ich hatte ja jetzt mit einem Pigment angefangen. Wenn man das jetzt so macht, dass man zuerst mit einer Tubenfarbe, in dem Fall jetzt das Burnt Orange, dann Aphrodite, Venus. Nee, wir machen jetzt das Weiß. Da kommt jetzt das Bourgogne drauf. Und das Cobalt Violet. Jetzt müsste das nämlich eigentlich funktionieren, ohne dass das Kissen hochkommt.
Ja. Und da ist jetzt nichts an Kissen hochgekommen. Und ich glaube, die Zellen gefallen mir sogar ein bisschen besser. Weil dieses Orange von dieser Golden Burnt Orange Farbe nicht so dominant ist. Ja, man gut, dass ich getestet habe. Das gefällt mir wirklich sehr gut. So, das ist jetzt halt auch nochmal so ein Tipp mit der Farbschichtung, wie man das vermeiden kann, dass man jetzt da noch großartig am Kissen rumspielen muss. Und hier ist das Ergebnis. Sehr schick geworden, finde ich. Und ich glaube, das könnte man jetzt auch mal in groß versuchen. Ja, das finde ich sehr schön. Wo packe ich dich denn mal hin? Ich bring das mal eben in Sicherheit. So, also haben wir jetzt eine schöne Blume kreiert, ohne dass wir am Kissen fummeln mussten. Hintergrund dafür ist, dass dieses Pigment natürlich ganz fein, klein gebröselte Farbpigmente oder Mika-Pigmente sind. Und die haben natürlich jetzt nicht unbedingt so einen Binder drin wie unsere Tubenfarben. Wenn wir da jetzt auf die Latexfarbe pusten, die durch dieses Latex ja rutschig ist, haben wir da keinen Grip für diese Pigmente, dass sie dann runterrutschen und das weiße Kissen durchschimmert. Das kann man halt unterbinden, wenn man zuerst mit einer Tubenfarbe startet. Ich hätte jetzt das Kissen noch ein bisschen anpassen können. Nicht wundern, ich mache jetzt nicht gerade extra Krach. Hier sind kleine Bläschen drin, die ich raus haben will. Und die kommen durchs Pusten, also durchs Draufpusten oder durchs Klopfen, kommen die meistens raus. So, jetzt versuchen wir das Ganze noch mal in groß. Weil das gefällt mir gerade richtig gut. Dann hatten wir Aphrodite. Ich habe noch nie so wirklich mit Venus gemalt und war total angetan von der Farbe, als ich die angemischt hatte, weil das so ein altrosa Gold-Silberton ist, also richtig schick eigentlich. So, was hatte ich dann? Weiß. So, da ist es auch wichtig, wenn man mit opaken Farben arbeitet, dass man seine eigentlichen Farben nicht zu dolle überblendet. Wenn man da jetzt zu viel drauf macht, kann es passieren, dass das Weiß als riesengroßer Fleck dann erscheint und alles andere überblendet. Deswegen immer ein bisschen sparsam. Das Bourgogne. Und das Kobalt Violet. Oh nein, ich schmiere alles voll. Egal, ich habe eine Badehose an.
was auch immer ein sehr gutes Indiz ist, dass die Konsistenzen stimmen, ist, wenn man das bewegt und sich alles gleichzeitig mitbewegt. Wobei wir ja jetzt wissen, dass mein Kissen ein bisschen zu dünn ist. Aber das ist halt immer noch so ein Indiz, dass man weiß, Konsistenzen stimmen, wenn man das bewegt und alles sich in eine Richtung mitbewegt. Also das Kissen und der Paddel, also die Farben. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so gut geworden. Egal, wir schauen mal. Vielleicht kann man das noch ein bisschen richten. Aber es sind schon sehr interessante Flächen dabei. Ich glaube, ich spiele da jetzt nicht mit dem Schaschlikspieß drin rum. Und vielleicht doch ein bisschen. Hier könnte man mal so ein bisschen. Da nicht. Hier. Diese Stelle hier mag ich nicht. Aber was will man jetzt tun? Nix. Wir schauen einfach mal, was bei rauskommt. Ja, doch, das sieht aber ganz interessant aus. Ja, ich glaube, das kann man behalten und muss nicht abgekratzt werden. Ich zeige euch das mal eben und würde aber dennoch gleich mein Kissen einmal andicken. Und so hier ist einmal die Nahaufnahme von dem Gedöns, was ich gerade gemacht habe. Ja, man sieht halt bei diesem Großen, da lässt sich das nicht kaschieren hier, dass das Kissen zu dünn ist. Also hier ist auch so eine Stelle. Aber ansonsten im Großen und Ganzen sieht das doch schon ganz schick aus. Ich werde jetzt mal mein Kissen andicken. Ein bisschen. Und dann machen wir das Gleiche nochmal in schön, also in richtig schön. So, das Kissen ist jetzt angedickt. Ich habe da einfach noch ein bisschen normale Wandfarbe reingemacht, weil die von der Konsistenz her dicker war als die Latexfarbe. Ich mache jetzt trotzdem vorsichtshalber noch mal einen Test, einen klitzekleinen. Nicht, dass ich mir die jetzt total verhauen habe und das jetzt zu fest ist. Und ich habe auch überlegt, dass ich mal ein bisschen anders die Farben mache.
jetzt das Violet, das ist Borgon. Jetzt, was nehme ich jetzt? Das Burnt Orange ein bisschen. Jetzt Venus. Aphrodite. Und einmal das Weiß. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, was ich meinte, wenn man zu viel Weiß nimmt, dass es die anderen darunter liegenden Farben verblendet. Wir haben jetzt halt zwar schöne Zellen, aber aktuell sieht man jetzt noch nichts von den Farben darunter so wirklich. Vielleicht ändert sich das. Ich da jetzt einmal das hier so ein bisschen ausstretchen. Doch, das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Also ihr seht, ich mache das auch immer mit dieser Farbschichtung immer so ein bisschen nach Gefühl und behalte trotzdem so ein bisschen Opazität und Farbgebung so ein bisschen im Auge. Oh, jetzt hätte ich fast Alter gesagt. Schön in mein Straßenjargon verfallen. Das sieht richtig gut aus. Da gefallen mir die Zellen sehr. Packe ich auch an der Seite. Das ist sehr schön geworden. Blöd ist halt nur, man sieht jetzt halt nicht wirklich was von den anderen Farben, habe ich das Gefühl. Aber ich packe es mal an der Seite und. Nee, nicht wirklich. Aber es sieht trotzdem schick aus. So, also Kissen funktioniert. Diese Woodboards, diese schicken, die kaufe ich immer bei paintersisters.de. Und soweit ich weiß, liefern die jetzt mittlerweile auch EU-weit. Die finde ich ganz gut, weil die sind formstabil. Man braucht die nicht vorher mit Gesso irgendwie einschmieren. Und die sind halt von der Form sehr schön. Die gibt es in rund und in eckig. Was halt nur nicht schön ist, dass sie hier so kleine Testdinger, so wie ich euch da eben gezeigt habe, nicht haben. Genau. Ich würde sagen, wir nehmen wieder die Farbpalette, die Farbschichtung, die ich eben hatte, die ich so schick finde. Mit dem etwas festeren Kissen und gucken da dann gleich mal, ob das einen Unterschied ausgemacht hat. Was hätte ich denn dann genommen?
glaube, das. Ich hoffe, das war jetzt nur eine Luftblase und kein Klumpen in der Farbe, sonst kriege ich hier gleich einen Anfall. Und ich glaube, hier oben mache ich noch mal ein bisschen weiß, vielleicht ein bisschen. So, stopp. Ja, das sieht schon besser aus. So, also hier, ich finde, da sieht man jetzt schon definitiv einen Unterschied, was passiert, wenn das Kissen dicker gemacht wird. Viel schönere Zellen jetzt. Hummelstäbchen online. Und mit diesen Stäbchen, das mache ich da einfach immer noch mal, um da ein bisschen interessantere Form reinzukriegen. Jetzt würde ich sagen, wir gucken mal, was da Schönes bei rauskommt. Hoffentlich schön. Oh mein Gott. Das ist wirklich sehr schön geworden. Jetzt stört mich nur hier diese blöde Seite. Das ist echt schick geworden. Und hier in der Mitte, wo der schwarze CA jetzt noch ist, durch das Stretchen oder Ausspinnen der Farbe bilden sich da jetzt noch weitere Zellen. Ich zeige euch das mal eben. Kleiner Moment. So hier, da poppen jetzt so nach und nach noch kleine Zellen auf, so dass das Schwarze dann auch verschwindet. Aber guckt euch mal an, wie krass der Unterschied ist. Ne, wenn man das Kissen dicker gemacht hat und dann anständig die Farben auspusten kann. Gott, das werden immer mehr. Ja, also ich finde es sehr hübsch. Es
Was meint ihr dazu? Dann hoffe ich mal, dass euch mein Video gefallen hat. Würde mich über Kommentare freuen, über Fragen freuen, die ich natürlich auch beantworte. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, ihr Lieben.